Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schauen wir mal Quicke Projekten. Das Spiel, das wir uns anschauen werden, ist das da fürs 3DO Plumbers Don't Wear Ties. Ich habe mir extra die Mara dazu geholt, weil sie kennt das Spiel überhaupt nicht. Es ist überhaupt lustig, dass man dieses Ding als Spiel überhaupt benennen kann, wie auch immer. Und ich habe extra jetzt da geschaut, dass wir noch nicht im Spiel drinnen sind, weil sobald das Spiel ladet, halt eben fängt gleich einmal ein Intro an, halt eben. Und das müssen wir uns halt eben dann geben. Ist eine Rarität auf dem 3DO. Ich habe es vor ein paar Jahren, habe ich es mir endlich einmal gekauft, einfach nur, weil ich es für die Sammlung haben wollte. Ich habe gewusst, was das für eine Grütze ist. Ich habe mir damals ja auch eines der bekanntesten Videos vom Angry Video Game Nerd angeschaut halt eben. Und ich muss ja auch zugeben, ich habe es nur einmal kurz angespielt vor Ewigkeiten. Ich traue mich selber nicht drüber, normalerweise sowas zu spielen, aber ich habe mir gedacht, das ist mal was Lustiges. Und ja, dieses Ding wurde gemacht von einer Firma namens United Picture. Wurde das gemacht. 1993 ist es rausgekommen am PC. Das war es fast keiner, weil nämlich das Ding ist in so einer limitierten Auflage rausgekommen, beziehungsweise das haben sie, da ist die Presse zusammenbrochen oder was von den CDs. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind so wenig Dinger veröffentlicht worden oder verkauft worden, deswegen weiß es fast keiner. Und 1994 hat sich irgendeine brillante Firma namens Kirin Entertainment, das sind die Verbrecher, hat sich gedacht, boah, Leihwand, das ist ein super Ding, das haben wir am 3DO raus. Das angeblich, ich habe ein bisschen probiert herumzuforschen, das Plumbers Don't Wear Ties, wie gesagt, das ist halt eben von Kirin dann produziert oder weitervertrieben worden, war ihr erstes und ich glaube und ich hoffe auch ihr letztes Spiel, was sie vertrieben haben. Naja, man kann sich nur verbessern, oder? Ja, aber wenn du ganz unten anfängst, ich meine, stimmt schon, dann kannst du dich nur verbessern, es kann nichts Schlimmeres rauskommen. Das Spiel selber ist ein, es steht drauf zumindest, ihr seht es eh unten, ein Interactive Romantic Comedy. Und jetzt kannst du da mal kurz das Ding anschauen. Es steht auch eben, es ist halt eben so eine englische Altersfreigabe ab 17, irgendwie sowas. Und eben es schimpft sich, kann man wirklich sagen, als interaktiver Film, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil das Ding ist eine Slideshow. Du hast am Anfang, es gibt vielleicht ein paar, also das Intro ist ein Video. Und ich glaube, später gibt es dann auch nochmal ein Video, aber ansonsten hast du immer nur irgendein Büdel und im Hintergrund quatscht irgendwer und sie hauen irgendwas raus. Und wie gesagt, dadurch, dass die Mara das noch gar nichts davon weiß und sowas, finde ich es interessant, dass sie dabei ist, damit man wirklich so eine First Reaction hat halt eben, was das ist. Und ich habe sie eh schon vorgewarnt im Vorfeld von wegen, ich wollte jetzt nicht viel hergeben, aber oder preisgeben, aber ich habe ihr gleich gesagt, das wird eine harte Geschichte. Deswegen frage ich noch einmal, bist du damit einverstanden, dass wir uns das antun? Ich bin damit einverstanden. Ich habe ihn auch schon vorgewarnt, ich bin kein romantischer Mensch. Ich schaue mir keine Romanzen an. Es gibt ganz wenige, die mir gefallen. Ja, schon, und aber... Und meine natürliche Reaktion auf romantische Sachen oder stereotype Sachen in Romanzen ist, dass ich... sehr bissige Kommentare abgebe. Es tut mir leid, weil es da draußen Romanzenliebhaber sind und ich zerstöre ihnen jetzt sozusagen das Weltbild, aber ich werde wahrscheinlich sehr viel saure Kommentare geben. Diese typisch schnulzigen Romanzgeschichten ist halt eben nicht ihres, meins auch nicht. Sicherlich gibt es ein paar halt eben so romantische Filme, die schon gut sind. Ja, ja. Ich werfe es jetzt nur mal in den Raum. Ich glaube, ich habe den Film eigentlich noch nie gesehen, das Schlaflos in Seattle zum Beispiel. Ja, aber das ist mehr Komödie. Ist eben eine romantische Komödie, ja, sowas. Oder ja. Was weiß ich zum Beispiel, das habe ich in meines Ewigkeiten her, dass ich es gesehen habe, das ist auch definitiv eine romantische Komödie, das Roxanne zum Beispiel mit Steve Martin, wo er die lange Nase hat. Ja, das war okay. Naja, ist aber auch mehr Romanze oder gibt halt eben andere Sachen auch. Ne? Ich meine, Rambo ist ja auch eine komplette romantische Geschichte. Die geht zwar nicht, die geht voll unter in der ganzen Action, aber da geht es um Romantik, um Liebe, zwischenmenschliche Liebe halt eben. Ne? Aber jeder sieht nur das Bum, Bum, Bum und Chim, Bum. Und gut, wisst was, ich mache mal die Klappe zu. Oh Gott. Genau, oh Gott. Und wir müssen öfters höchstwahrscheinlich mit der Lautstärke müssen wir hin und her spielen. Okay. Gespannt. Ja, und
ihr dürft euch das jetzt auch antun. Der eine oder andere hat das Spiel wahrscheinlich schon gesehen gehabt oder kennt das Video vom Angry Video Game Nerd. Und er hat nicht übertrieben, finde ich. Also es war schon richtig, was der damals erzählt hat von dem Spiel. Ja, steuerungstechnisch gibt's auch nicht viel, weil hier und da kann man sich aussuchen, ein paar Situationen, dann hast du das D-Pad und mit Artus deine Auswahl halt eben bestätigen. Den darf man ja nicht drücken, weil sonst tut man zurückspulen. Und ich weiß nicht, irgendwas der macht hier, irgendwo macht er auch hier noch irgendwas, aber es gibt sonst nichts. Und was auch noch ist, ist das, von wegen, es gibt angeblich einen Code, den man eingeben kann. Genau, ja, das wollte ich hier noch herzeigen. Warte. Hi, my name is Jane. We hardly know each other, but that's about to change. You're gonna get to know a lot about me, maybe even more than you imagine. This whole thing's kind of like a blind date. I mean, here we are in your brand new Corvette, riding along the super information highway. Put your big muscular arm around ich fürchte mich lauter zu drin. And I promise to do whatever your little heart desires. But only if you make the right moves. Und das ist in der Garage gedreht? Just watching me get propositioned by my sleazeball boss, why, you could even make me strip for him. But if you make the long moves, you could turn me into a nun. Imagine that, me, a nun? Ha! Geht schon. I don't think so. But it's really all up to you. God knows what you'll do with that hot little mouse of yours. Point is, life's a game, and this game is full of life. You do right by me, and I guarantee I'll do right by you. But please, please don't turn me into a nun. I'm not that kind of girl. Okay, wir machen sie zur Nonne. Around town, I'm known as Microwave Jane, because they say I heat up faster than any micro. And when the fire chief visited, he wrote up a new code and made me wear a smoke alarm between my thighs. And in the Coast Guard, they say that I was creating tsunamis in my waterbed. And then the Pope visited said I was the only person on Earth that had been on my knees more times than he had. Now the President's filed a restraining order claiming I have a romantic interest in the Washington Monument. Oh, you men can be so vicious. Look at me. Just look at me. Do I look like that type of girl? Well, if you think I'm that type of girl, you got another thing coming, mister. Because I don't do one-night stands, I don't date musicians, and I don't roll over just because you bought into this game. Fair warning. I'll be resisting your every move and enjoying your every mistake. I trust it won't be the first time you made mistakes with the opposite. Now listen up, the rules of the game are real simple. You see, I meet this guy in a parking lot. Now you are supposed to identify with this guy. I mean, you in your own perverse, simple-minded way are supposed to be him. Got it? Ich hab's nicht gehört. Die Leinwand hätten es wenigstens bügeln können. Okay. That is, I end up with you. But if you get real lucky, you end up saving me from the bad guy. You become my hero. And as a hero's reward, guess what? You get to take me home and have your own degenerate little way with me. Of course, if you make the wrong move, you may just end up playing with your little mouse the rest of the night. It's all up to you. Are you game? Then come with me and you'll soon discover why plumbers never wear ties and hang around. Gut, und jetzt kommt das wahrscheinlich geilste Titelbild in der Geschichte der Videospiele. Wow. Also was ich noch vorher erwähnen wollte, war das, bei der 3DO-Variante, die haben es, wie sagt man das gleich, da haben es verhüllt. Ich glaube, hier und da könnte man ihre Titten sehen oder irgendwie sowas. Und die haben es halt zensiert, so, Entschuldigung. Zensiert. So, ich drücke mal drauf, sonst müssen wir uns das, glaube ich, nochmal antun. Ja, das ist super. Don't keep me in suspense. Give me the full story. Whoa, déjà vu. I've seen this already. First ja. Decision, please. Also, das ist quasi mit der Einleitung. Ja, aber wer will den Typen? Story. Was? Wer will denn den Typen? Ja, das kommt auch noch dazu. Und oft bei der PC-Variante, die es damals rausgehört haben, da gibt es nicht. Und es gibt angeblich, ich habe mir es heute angeschaut, halt eben, es gibt angeblich einen Code, während sie die Jane halt eben am Anfang quasselt. Microwave Jane, bitte, ja, ja. Nennen schon den man Vollnamen. Muss runter, rauf, rechts, links, runter, rechts und X drücken. Dann auf einmal tut man diesen Special Mode freischalten. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ja. Was ich auch noch, ich hoffe, es hupft jetzt nicht zurück. Wow, Deja. Nein, das habe ich jetzt gemacht, nur das ist... Das ist die Anleitung, ja. Ganz kurz einmal. Hier Anleitung. Also das ist die Tastenbelegung. Dann hier auf der Seite haben wir von der Jane die Maße, ihre Turn-Ons, glaube ich, und Turn-Offs haben wir da. Dann haben wir hier ein kleines Bildchen von ihr, wo sie sich am Bett regelt mit Life is a game and this game is full of life, Jane.
Zack, und hier auf der Seite, ich sehe es jetzt selber nicht, was ist da? Occupation und ja, was die Alte so macht. Ja. Was ist Angel Hair Pasta? Was? Favorite Food, Angel Hair Pasta. Okay. Nein, warte mal, ist es nicht, müsste das dann nicht irgendwie Käse-Spaghetti sein oder was? Weil Angel Hair ist ja normalerweise blond. Und ja. Wow, déjà vu. Ja. I've seen this already. Auf jeden Fall, wenn wir das erste jetzt so nehmen, die Stimme kommt da die irgendwie bekannt vor. Also mich von erinnert wem an wen. Von ihm? Oder? Nein, jetzt. Don't keep me in suspense. Give me the full story. Die hört sich japanisch an irgendwie. Ja, stereotypisch japanisch, aber sie erinnert mich an die von Mad TV, die. Oh, das ist schon lange her. Ja, nein, aber da hat sie diese eine Asiatin gegeben, ja, die. Sorry, Entschuldigung. Hat sie nicht Kim geheißen oder so? Ich weiß es nicht, aber an die erinnert es mich. So, okay, wir starten den Albtraum. Stuart! Das ist nämlich überhaupt schlimm, weil das kannst du nicht weiterschalten. Das ist jetzt das Intro. Baseball. Mr. Anderson. Die Leute sind danach auch noch irrsinnig berühmt geworden. Was? Ich sehe, die Leute sind danach noch irrsinnig berühmt geworden. Ja, das auch. Na, aber da hat jemand wirklich die weiß nicht, die ersten Effekte, die es irgendwie in Videobearbeitungsprogrammen gibt, gefunden, weil das ist alles auf negativ umgeschalten, vorher ist der Pixel-Bild gehabt. Ja. Und es stimmt wirklich, es macht null Sinn. Was? Hä? Keine Ahnung, vielleicht weil bei ihren Likes drinnen steht, dass sie Harley Davidson mag und schnelle ja, Autos. Ja, auch, ja, okay, aber das ist Stocker. Das hat dann was mit Harley Davidson zu tun. Ich frage mich, warum dauernd dieses komische Maskottchen. Oh, ja. Okay. Ja, was der da unten, dieser Waschbär. Ich habe auf jeden Fall jetzt leiser gedreht, weil das hält's nicht aus. Das ist ein Traum von ihm, oder wie? Wenn der so träumt. Dann hat er ein Faible für Waschbären, also. Manche Menschen mögen das, weil es die Naturdokumentation. Ja, ja. Da ist schon wieder der Waschbär. Das hat mich geschreckt. S. Pennywise. Dann möchte ich ein Pennywise. Er hat was vom Cedric Quinto, muss ich zugeben, von den Augen her, aber. Das ist eine Beleidigung für Zachary Quinto. Ja, Entschuldigung, aber. An den erinnert er mich im ersten Moment. Er sieht jedenfalls nicht wie ein Plummer aus, sagen wir mal so. Ich würde mir eher auf einem Fabio-Buch vorstellen oder sowas. Yeah, it's me. Leave your message at the beep and I'll come back to you. It's your mother. Now get your ass out of bed. I know you're there, John. John? I said get up, John. John, if you don't pick up this phone, I'll be in your face in 5 minutes. John Marshall! George! Da könntest du voll den Remix draus machen. Get up, John. Get up, John. Das erinnert irgendwie an die Bravo-Fotoromane von früher. Guter Vergleich. What are you wearing today? My birthday suit. Very funny. I want you to wear that nice tie I bought for you. The polka dot tie? Get out of here. That sucks. What did you say? It's seersucker. I hate seersucker. Polka dots are not seersucker. Just wear it. It'll make a good impression. On who? The rats? Ma, I'm a plumber. Remember? Just do it for your mother. Ma. John. Masha. What have you done with me? I got some boiling in garlic oil. Don't get smart with me. Why haven't you asked her out? Ma, I think it's pretty obvious. What did you say? I said she's pretty, but it's obvious I haven't had time. Well, you better make time, mister. You two are perfect together. She'll make a nice little homemaker. Mark my words, it's a match made in heaven. Schau, wie ein Politikerfoto auf einem Plakat, was sie so. Stop smart mouthing. Ja, denkt an die Kinder. Why is it I haven't seen you with any woman? Why is that, John? Don't you like women anymore? John, are you gay?
No, Ma. I'm not gay. Thank heaven. Then what is it with you? Why haven't I met you? Ja, voll stereotypisch. 90er. Right for you, Ma. You mean of all the women out there, you can't find even one to marry? One's easy. I was going to marry three at the same time. Cheaper in the long run. Figure at least one will last me a lifetime. It's like the warranty they give you when you buy a water faucet. Cut the crap and listen to me. It's time you got married. You need children. I need grandchildren. I need my only child to bear fruit. And in my lifetime, don't you love your mother? Ma, just drop it, okay? No, I won't. Amy's perfect for you. Poor thing. Die Frau stresst mich auch. She's not my type. And what is your type? Some biker slut? Raccoons. You hate me. Don't you? You hate my guts. Well, don't you? Go on, admit it. It's just... I'm sick and tired of your excuses. Now I'm having Amy over for dinner tonight, and I want you there. Well, I'm busy. You be there at 6 sharp, mister. Ma, you're making me late for work. Love you. Bye. You hear me, John? I said 6 sharp. Bye. I'm expecting you. Okay. Ist er hängen geblieben? Okay. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ich habe keine Ahnung. Es wird immer schlimmer. Oder ist es halt eben, sie haben mehr... Also der Editor... Ja, das gehört so. Wir hauen auch die überfälligen Fotos rein. Ja. You there, Jane? Hello, Daddy. Die Eltern sind ziemlich gleich beim Telefonieren. You know where I'm at. How the hell am I supposed to know that? Now, where the hell are you? I'm home, Daddy. What the hell are you doing home? Earth to Daddy. Come in, please. Why the hell aren't you married yet, Jane? In that last scene, that bitch of a mother told her son to have kids. Now I'm telling you, I want some too. Okay, wenn das so meta ist, ist es lustig. I haven't had time, Daddy. For Christ's sake, girl, how long does it take these days? You ain't that busy. Now, damn it, Jane, you get on the stick and make some babies for your poor old father before he dies. Honey, why don't you come down to the lodge with me Friday night? The lodge? Those guys are all geeks and dorks. Yeah, well, maybe they're geeks and dorks, but they can make babies in less time than it takes you to put on shoes. That's just the problem. Daddy, I gotta get to my new job. New job? What happened to the last one? Oh, all the guys kept hitting on me. What? Did you hit them back? You should have hit them back. Who the hell were they? No one hit my daughter. It's okay, Daddy, it's okay. It didn't hurt. Love you, have a nice day, Daddy-o. Wait till I get my hands on them. I'll kill them. Okay, das ist irgendwie Schulhof-Humor. Also, naja, für wen wurde es gemacht? Naja, komm, das ist, was, das steht drauf, ab 17 soll es sein. Oder, ich finde das Spiel sehr verantwortungsbewusst. Immerhin geht es darum, dass sie erst heiraten sollen, bevor sie dann wirklich was machen. Guidance for 17 and under. Das heißt, unter 17 Jahre eigentlich. Für 17-Jährige und Jünger. Katze, endlich einmal jemand Nettes. Das hat sich ausgezahlt, das Spiel zum Kaufen. Da ist eine Katze drinnen. Ich meine, wenn man jetzt das Ganze morbid betrachtet, diese Katze lebt nicht mehr. Ja. Okay. Sorry, ich bin kein Fan von so Männer-BH. Aha, jetzt hat er sich rasiert, okay. Ja. Oder ist ein Bein von ihm rasiert und das andere nicht? Seid auf jeden Fall die Otto. Close the eyes till the music stops, okay. Ist dies, dies... Aha, okay. Ah, okay, dies kann man freischalten quasi dann. Okay. Ja, okay. Haltet. Achso, doch, okay, das ist die Halterung von der Dusche. Ich habe geglaubt, sie hat einen Duschkopf ja, und daneben was anderes. Damit fotografiert wird. Ja. Das ist wie bei nackte Kanone. Das stand nicht in meinem Vertrag. Wie bei nackte Kanone, der Fotograf ist hier. Ja, nein, das war ja kein Fotograf. Nein, aber ich meine... Das war ja der Attentäter.
Mom. Die Katze ist süß. Ich überlege gerade den Titel, den Song. Scattered Picture of the Smiles We Left Behind. Das, also Memories war es von Cats, ne? Nein, Memories geht anders. Das war nicht von Cats. Das war nicht das. Das war von The Way We Were. Das ist ein Film. Ah, The Way We Were, okay. Ja. Aber es hört sich so ähnlich an. Also. Sie war duschen, dann hat sie herumgetanzt und im Auto tut sie dann Zähne putzen. Das heißt, sie ist mit Mr. Bean verwandt wahrscheinlich. Ich warte nur darauf, dass sie jetzt einen Autounfall haben. Nee, ich glaube, jetzt kommen wir zur ersten Interaktion. Und schon wie. Aha, okay. Ich habe mir schon wieder gedacht, von wegen, das ist sich nicht ausgegangen mit der Musik und dem Ganzen für das Videomaterial. It's 8 o'clock and I'm seeing a 10. What I wouldn't give to do her plumbing. It's 8 o'clock and I'm seeing a 10. Okay, mit Plumber hast du sehr viele Möglichkeiten für Sexjokes. Ich hoffe, es nutzen sie alle aus. Reizt es aus! Whoa! I'd call that better living through chemistry. This is Harry Armus. Welcome aboard. Please extinguish all smoking materials during this story, cause it's gonna get hot enough as it is. And fasten your seatbelts, cause I'm about to turn this story over to you. Your mission, should you accept it, is to get these two lovebirds together. You know how difficult it is in real life. One wrong move, and you're sitting home alone on a Saturday night. So, der One Benjamin Franklin here, Song, glaube ich mal. Also der rechte. Ich überlege die ganze Zeit, in welcher Stadt das gespielt wurde. Naja, ich stelle die Frage, wo der Benjamin Franklin gelebt hat. Nein, es gibt, ich weiß, es gibt in Amerika ein oder mehrere Städte, die mehrere Parkbänke haben, wo verschiedene bekannte Persönlichkeiten aus der Geschichte sitzen und du kannst dich mit ihnen fotografieren. Halt. Okay. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. Ich glaube, Salt Lake City zum Beispiel ist so eine Stadt. Und ich glaube, Chicago hat auch sowas. Keine Ahnung, aber es gibt mehrere Städte, glaube ich, die das machen. Okay. Und wenn das das einzig Interessante ist. Katze Benjamin Franklin. So, who do you want to make the first move? If you want John to do it, hit A now. Jane may be daddy's girl, but she's no slouch when it comes to getting what she wants. Besides, John's really a whim. Jane makes a move on him before he can count to 10. Watch out, John. These two aren't ready to meet each other yet. Have them do it later on. Later on. Later on. Was ich toll finde, ist, wir haben schon 10.000 Punkte, wenn wir den Anfang überstanden haben. Das ist eine Belohnung fürs Zuschauen. Okay, also sie treffen sich erst später. Jo. Bye-bye. Hi. Hi there. Hey, sport. How you doing? Guess who? It's Harry, your buddy. I knew I could count on you to screw up this story. Way to go. We got their adrenaline flowing, pumped up their interest, and you just let them walk away? You really bit off on that romantic sunset choice. What a wimp. Hope you don't wait for romantic settings to meet someone. Let this be a lesson to you. Wait, wait. You may be saved. John's having second thoughts. Let's listen in. Was war an dem Treffen romantisch? Am Parkplatz? Ja, ich weiß auch. Das erste Date ist dann hinter einer Alley irgendwo bei einer Mülltonne oder? Hinter einem Pornokino. Ja, genau. It wasn't her, it's me.
I gotta get some balls when it comes to meeting chicks. Maybe if my skin were a different color. Chicks don't like white guys anymore. Was? We're too straight. Anglo's got no rhythm. If only I were someone else. I'm not his type. Damn, those bikers are looking for someone kinky. Maybe I should look more kinky. Nah. More kinky? I just want to meet some nice guy. Maybe if I were small-breasted and just normal. Oh God. Sie hat mich gerade an jemanden erinnert. Ich habe mir gedacht, die Howard Wolowitz Variante hat funktioniert. Wir haben ihr ein schlechtes Gefühl gegeben. Ja. Oh, maybe go to my place, you know. Hang out. Was ist jetzt passiert? Get laid, you know. Get laid. You're gonna need some help in that department. Was ist jetzt passiert? Help. You saying I ain't man enough for you? I'm just your size. You won't be after this. Also Typ, okay, das hast du von hinten jetzt nicht erkannt. Die ist süß. Ja. Die Augen sind süß. Er nicht. All I want is a normal guy. Maybe it is time I settle down. I just want a normal life, you know, nothing special, just a small house in the suburbs. Ein bisschen verzögert das Ganze. Na, nicht nur das, aber... Cheap station wagon, maybe a bit part at the local playhouse every now and then. Canasta on Saturday afternoons with the neighborhood wives, maybe an affair with the meter man. If only I could meet the right guy. Das heißt ja eigentlich, das ist jetzt das Szenario, hätten wir sie gleich angesprochen. Ein Kick in die Balls, ne? Ich weiß nur jetzt, also das wird jetzt hinausgezögert, bis ins geht nicht mehr. Doch hinausgezögert, sagt man das so. Are you my love? The one I've waited all my life for? Yes, yes, my darling. Hey, das, don't touch my hair. I don't give a damn about your hair, lover boy. You don't know how long I've waited for. Also das sollen ja im Endeffekt seine Gedanken sein, die wir jetzt alle da durchgehen. Well, I graduated summa cum laude from USC in business. I work for Schleim & Schleim as a broker. I drive a black Beamer, Schleim, own Schleim. A condo in Encino and make over $200,000 a year. Hey, I got $250,000 in the bank. I just got a hair implant. You like it? I vacation in Cannes every summer. You think I need a nose job? And I date at least one new woman a month. Guess what? You're Miss July. Oh God, I thought you were different because you rode a motorcycle. It's not mine, I was just sitting on it. You could take your damn nose job and shove it. Was? I'm lost. Ja, das glaube ich nennt man Lost in Translation, oder? Maybe if I were blonde. Oh, da gehen wir jetzt da alle, was ist nicht, alle Rassen, Größen, Haarfarben durch, oder? Also ich kann jetzt schon im Vorfeld sagen, wenn es darum geht, schlimmstes Spiel, was ich je gespielt habe, das ist das Schlimmste. Ich kann mich nicht erinnern, da ist... Shadow War of Succession ist ein Oscar-Verdächtig. Nein, gegen das? Was soll das sein? Es ist nicht dasselbe Genre und es war schlimm. Ja, Shadow war schlimm. Aber das wird als Spiel angepriesen. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich glaube nicht, dass sie damit rechnen, dass du großartig mit einem Controller beschäftigt bist. Nein, aber du das spielst. Es gibt ja interaktive... Dass du deine Hände frei haben solltest, ja, sozusagen. Nein. Wenigstens eine. Wait a minute. Just cause I ja, aber nicht bei sowas. Nein, nicht bei sowas. Nein. Ich meine, okay, wir wollen niemanden King shamen. Manche nein, mögen das. Ja, jeden das Seine ist okay, aber... Ich überlege mir die ganze Zeit, dass ich skip, weil... Kann man skippen? Weil das ist ja zurück, oder? Naja, zurück zur... Ja. Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt diese ganzen anderen Leute auf einmal sind. Ich dachte, wir sollen den Plumber mitnehmen. Ja, so den... Mach. Hi, my name's John.
I'd like to make you, I mean, meet you. At least he speaks his mind. Hi, I'm Jane. God, he's cute. Great smile. Jane? Habe ich das jetzt gedacht oder gesagt? I guess I could change my name to Tarzan. You know what, I really have to go, but it's nice meeting you, John. Wait, wait, wait. What are you doing later? For lunch. Can I buy you lunch? I can't seem too eager. Let's see how he handles rejection. I don't think so. Wait, 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 wait. How about dinner? A weekend in Paris? 5 minutes of conversation. I promise I'll be good. Do you like food? Hey, sport. Harry again. John made the first move, just like you wanted him to. But now she's slipping from his grasp. We know she'd like to meet him. She knows she'd like to meet him. But does John know she'd like to meet him? What's a guy to do? It's up to you, sport. Also, jetzt, wir kriegen noch einmal eine Auswahl oder müssen wir wieder zurückgehen? Keine Ahnung. Ich denke mir nur, dieser Typ war niemals in der Armee. Life target. John throws caution to the wind and pursues Jane. Be careful. Do girls actually like guys who are really aggressive? I don't think so. Have John wait later on. Das heißt, er wartet jetzt im Gebüsch auf sie, wenn wir das nehmen, oder also was? Wenn wir nach dem Stereotyp gehen, dann muss er sie sofort jetzt verfolgen und ihr richtig schön am Nerv gehen. Be careful. Weil das zahlt sich aus und Frauen mögen das, wenn sie Nein sagen und du ihnen genau, noch hinterherläufst. Richtig. Wenn eine Frau Nein sagt, meint sie ja, ja, genau. Ja. I can't let this beauty slip through my fingers. Flowers and leather? This guy's different. Interesting. To the most beautiful woman I've ever met. You're a charmer. Thank you. They're beautiful. No, you're beautiful. Come on, just lunch, please. You know what? I'd love to, but today's my first day on the job, and I don't even know where my lunch break is. She's weakening. Flowers are magic. Simple, I'll just wait for you. Here, in the parking lot. You're crazy. About you? Yes. Just give me a chance. Please. Ich hoffe, er ist selbstständig, weil wenn er für jemand anderen arbeitet, der ist nie beim Ding vor, also der ist nie bei der Arbeit, bei der Arbeitsstelle vorbeikommen. Damn, I know, I'll just lie. I'm a rep, you know, yeah, a representative. Oh, an account rep. My new boss is some kind of an account rep. Maybe you know him, Mark Thresher. Oh yeah, Mark. Mark Thresher, sure. Wir lieben es, wenn wir angelogen werden. Oh my goodness, maybe you two work in the same office. Wouldn't that be something? Oh no, different offices. How do you know? Well, you see, I'm an independent. I work my own account rep territory. I got my own office. Your own office? You must be very successful. Oh, I do all right. I'm really late. I'll tell you what. Why don't you give me your home number and I'll call you there, okay? Oh yeah, that would be better. You know, today's a killer. I got meetings scheduled every hour. Lots of clients. Big clients. You know, big deals today. Lots of big deals. Tonight, call me tonight. Okay, I'll call you tonight. When? How about 8? You're perfect. I mean, perfect timing. No, please, I gotta go. I'll be waiting for your call. I won't eat till I hear from you. You won't let me starve to death, will you? I'm too young to die. What a smile. What a bot! She's perfect. We're perfect together. I know we are. Let's make America great again. You went out and did it. Overcame and underbid it. You're the star. This is wirklich das Barbershop. Ich hoffe, ich hab's nicht. Das haben sie, glaube ich, wirklich von irgendeinem Musical. Also das ist ein absolut typisches Musical. Einfach rauskommen. Ich hoffe, er hat jetzt... Scheiße. Entschuldigung. Ich bin ankommen. Deswegen kann man das nicht vordrehen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist auf der Seite runtergerutscht. Ich nehme es und komme an dem an. Weißt? Wenn du eine Blutspur hier bei meinem Ohr herunterrinnen siehst, weißt du, dass du schuld bist. Ja, ich weiß. Ja, back to previous Wann stage. Kommen die Pandas? Und die Hühner?
Das Huhn kommt später, das weiß ich, aber kann ich das kommt nicht die Katze wieder? Here in the parking lot. You're crazy. About you? You're yes. crazy. Just give me a chance. Please. Persistent. I like that. Mich hat's ja gewundert, dass er nicht aufgebaut hat auf dem I'm late. What? Already? We haven't done it yet. Today's not a good day. What do you do? Uh-oh. She's trolling for financial data already. Damn. I know. I'll just lie. I'm a rep. You know, Es tut mir leid. Oh, an account rep. My new boss is some kind of account rep. Maybe you know him, Mark Thresher? Oh, yeah, Mark. Mark Thresher, sure. He rings a bell. I probably had a drink with him at one of the exclusive account rep clubs around here. Oh my goodness, maybe you two work in the same office. Wouldn't that be something? Oh, no. Different offices. How do you know? Well, you see, I'm an independent. I work my own account rep territory. I got my own office. Your own office? You must be Und there. Sonst so, also... I'm really late, I'll tell you what. Why don't you give me your home number and I'll call you there, okay? Oh yeah, that would be better. You know, Hast du schon mal einen Anmachspruch benutzt? Was? Hast du schon mal einen Anmachspruch benutzt? Früher? Also hoffentlich heute nicht, aber früher. Ich wüsste es nicht. Also, in deiner Disco-Zeit nicht? Nein. Yeah, Anmach-Move? Ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich gewusst, mit was du anfängst. Also, I won't eat till I hear from you. You won't let me starve to death, will you? I'm too young to die. What a smile. Ich meine, das ist wirklich auch stereotypisch das, wo man dann sagen kann, ja, aber das Busserl haben wir vorher nicht gesehen, oder? Oh ja. Also doch. Wo man dann sagen kann, ich war jung und brauchte das Geld, weißt? Also, die haben es sehr dringend braucht. Ich greife es nicht an, das Pad liegt da vorne. Und sie geht jetzt durchs Fenster rein, oder was? Sie schaut ja auch noch ins Fenster. Ist eine Tür gewesen? Ja. Entweder das oder dort ist der Regisseur drin, der, geh weiter, was soll ich machen? Geh weiter. Und jetzt müsste der Bus kommen. Ich kann nicht in die Arbeit gehen, ich könnte schnackseln. Ist das nicht die Speech-Pose von Blackadder? Das ist eine Breitstimme. Und... Wow, Friends, Foes, Romans. Macbeth, ja. Ah, da die, da hat das Holt, der hat die Rede. Was ist jetzt? Verdauung. Oh. Er denkt schwer nach. Ja. Lass ihm zählen. Thinking in process, ne? Error. Exe stopped working. Glaubst du, die wollen was damit kompensieren? Ja. Ja, deswegen hat sie auch am Anfang gesagt, von wegen die Leute sagen, dass ich das Washington Monument mag. And yes, I know I promised you a job, but what happened was completely out of my control. Your position was canceled just an hour ago. I'm sure you'll find another job soon. But Mr. Thresher, I came all the way from El Monte. I was looking forward to this job so much. And I do love downtown LA. I mean, I don't like the muggers or the dirt or the slums only two blocks away, or the trash or the homeless, or the poverty or the crime or the potholes, or every other person asking for a handout, but I really do love LA. Call me Mark. Oh, God, this is the most humiliating experience of my entire life. Oh, don't worry, Jane. If you're looking for work, you'll have lots of humiliating experiences. But isn't there something here for me? I'll start in the mailroom. I'll empty trash. Can I clean up offices? I'll even make coffee. I can work my way up the organization. I just need someone to give me a chance, please.
Mr. Thresher, I don't have a lot of money. I was counting on this job, praying for this. Oh God, Mark, I'm desperate. Ich fühle mich persönlich attackiert. Ich arbeite mit Post. Und nicht ich hatte mal früher mal einen Job als Assistentin. Ich habe Kaffee gemacht, okay? Ja, als Lehrbuch habe ich auch alles machen dürfen. Eben, was, ja. Mit Mistkiebe aus sich rein. Ich finde es nur lustig, sie sagt von wegen, Kaffee, ich hau den Müll weg, ich putze die Büros, ich mache sogar Kaffee. Ja. Life isn't that harsh. Give Jane something to hope for. Poor Jane, she got turned away. Note, you must be 18 or over to take a look at this decision. Nope. Poor Jane, she got turned away. Also das erste nehme ich mal. Jo, gib mir den Job. That harsh. Give Jane something to hope for. Ah, ich finde es halt eben lustig, weißt, 17 oder jünger und da hast dann so ein Ding, du musst 18 sein. Ich glaube, das ist mir als Scherz gedacht. Jein. Ich weiß ungefähr noch, was da kommen soll, aber wir nehmen die 1. Clear. Ah. Wieso hat das jetzt so ein Sitcom-Feeling irgendwie durch die Musik? You don't mean it. As a matter of fact, I've been wanting a personal secretary for some time. Would you be interested in that position? Oh, yes. Yes, Mr. Thresher. Of course, it's a full-time job, not just for the summer. You'd have to quit college. But I would... Of course, we do have a tuition support plan so that you can complete your degree at night. Oh, that'll work out just fine. Thank you, Mr. Thresher. Of course, you won't have much time for night school. You'll be traveling a lot on this job. Oh, I'd love to travel. I was hoping you'd say that. You'll be traveling with me, of course. With you? Is that a problem? Well, I mean that... Strictly business, Jay. No hanky-panky on this job. Don't you worry. I just want to show you the ropes. Oh, thank God. For a moment there, I thought you were one of those kinky, perverted bosses who got his kicks from exploiting his employees. I'm so relieved to hear you're not one of those. Erst in der zweiten Woche. You have a wild imagination, Jay. I like subordinates who can fantasize. Ooh, I have all kinds of fantasies. Well, we'll get into that later. Ich glaube, jetzt sind wir wieder im Bravo-Milieu, oder? Stell dir vor, du sagst es bei einem echten Job in der Ruhe. Ich habe geglaubt, sie sind ein Perverser. Will $40,000 be adequate? $40,000? Für die erste Woche, klar. Now your first assignment starts today. I'll be spending the weekend at my luxurious bachelor pad in Pacoima. And I'm leaving at 4. Yes? What would you like me to do? Make coffee? Oh, leave at 5. I want you to be back here at 4. Ganz ehrlich, die Arbeit kann nicht gut laufen. Es ist nirgendwo was zu sehen, was mit Arbeit zu tun hat. I mean, Mark, how can I ever thank you? Please, don't worry about thanking me. I just want us to work as closely together as the dear Lord will permit. See you at 4. Oh, yes, sir. Religion auch noch rein. I'm so glad you're a religious man. Are you in the ministry? No, but your visit has made me think about starting one. Oh, I'm so glad I inspired you. Yes, you are a very exciting, I mean inspiring young lady. Oh, thank you, sir. We'll see you at 4. Yes, I'll see you at 4. The end. Ich meine, das könnte der Pfad zur Nonne sein. Wollen wir uns mal drauf einlassen? Drei Minuten später wurde das Gebäude abgerissen. Das ist so ein El Bandi-Look, wenn eine Schöne ins Schuhgeschäft kommt. Ja. Geh arbeiten! Das gibt's nicht. Jane, I had to wait. Noch dazu, wo der parkt eigentlich. Der parkt zwischen den Plätzen. I've been thinking about you all day. I know it sounds crazy, but I love you. Lass mich raten, jetzt kommt gleich Selbstschuld, ding, 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 ding. Don't touch me, you hormone. I'm earning $40,000 a year. I'm a professional now. Aber du machst das professional? Okay.
Ich nehme mal an, wir haben gewonnen. Hey, ein Huhn! Jetzt haben wir das Huhn. That ends their romance and your story. Und er hat seinen Daheim an. Es ist vorbei! Für mich nie wieder durch so eine Hölle. Ich glaube, wir werden es jetzt da wirklich belassen. Ja! Na, es gibt nämlich, glaube ich, warte mal, wie ist das? Ich glaube, normalerweise müsstest du, glaube ich, ihr den Job ablehnen, dann ist sie deprimiert und dann kannst du sie zu einem Essen einladen oder sowas. Wenn du die dritte Variante wählst, dann auf einmal dreht sie aus irgendeinem Grund, am Anfang ist sie, glaube ich, am Anfang ist sie voll, hey, geht, und was machen sie, und was wollen sie von mir? Und dann dreht es voll auf und dann ist er Flack und Leder unterwegs und zu dem Peitschen und keine Ahnung was. Also, was ich lustig finde, ist, er gerade eben die Szene, sie kommt raus und er sagt von wegen, hey, ich liebe dich, du bist meine große Liebe. Ich meine, die haben sich 5 Minuten unterhalten auf einem Parkplatz und das ist die große Liebe. Und das ist aber, es ist natürlich als Witz gemeint, aber das ist das typische Stereotyp, das du in jeder Hollywood-Romanze hast, wo mir das Kotzen kommt. Dieses von wegen, ich kenne dich nicht, aber du schaust geil aus, du bist die Liebe meines Lebens, ja? Hit the A-Button now. Just a little restart the game. No. Ich meine, wir können... Ich drücke mal kurz auf das, also Restart nicht, sondern Don't Lower. Achso. Give Jane something to hope for. Ja. Poor Jane. Willst du mal sehen, was da bei 18 ist? Oder nicht? Meinetwegen. Falls es zu extrem ist, muss ich es eh wieder rausschneiden. Aber ist ja wurscht. Geben wir dem Pöbel, was er haben will. Yes? Take your clothes off, Jane. I thought you'd never ask. I beg your pardon? You know, we get at least 200 qualified applicants for every position here. It's those people who do that little extra thing. They're the ones who get ahead. Take my clothes off? You can't be serious. I'm not whistling Dixie, Jane. Now, if you're serious about this job, you'll follow my first directive and remove your clothing. Here? Ich bin kein Fan von solchen Szenarien, muss ich ehrlich sagen. Nein, nicht, weil das ist oft genug schon vorkommen und eben gerade, was weiß ich, in der Filmindustrie oder sonst was. Ich belange jetzt nicht von so einer Pornoszene, dass sie besonders gute Geschichte haben muss, aber ich bin einfach kein Fan von dem, wenn es in der Realität verhaftet ja. ist. Und du weißt, solche Sachen passieren ständig. Take your damn clothes off! Und eben jetzt, glaube ich, soll dann der Schwenk sein, von wegen da ist nur, und dann auf einmal. Now see how your sick curiosity led Jane into this mess? My God, what kind of perverted monster are you? I'm a perverted monster. I knew it! Okay. Alter. Leute haben, oder Firmen haben Geld ausgegeben für so eine Produktion, weißt du? Jane says no. Ah, okay, da kannst du es jetzt noch machen. Minus 50.000. If you really enjoyed the shower scene in this storyline, check out this decision. Also, jetzt kannst du es halt eben 180 Grad drehen, oder halt Jane eben das da. No, to this disgusting proposal. No? No means no? Nein, sag du was. Mir ist es schon egal, ehrlich gesagt. Ich habe schon genug von dem. Ja. Mach, was du willst. Drück mal das noch. Ich glaube, die ganzen Dinger sieht man eh auf beim Angry Video gemerkt, wenn es mich interessiert. Ich kann mir vorstellen, dass er da Auftritt hat bei dem Spiel. Also, was? Der tut sich ja gerne aufdrehen, der tut ja gerne. Und bei dem kann ich mir vorstellen, dass er ordentlich was Material hatte. Aber bei ihm habe ich das gesehen gehabt, nämlich eben zum Beispiel, wenn es jetzt so auf das Jahr gehst und dann eben, wo sie mit der Peitsche in der Hand, bla bla bla. Ja, auf allen Vieren in der Unterhose herumkreiert, irgendwie so. Was ist ein Video? Vielleicht sollte es erst das Bild kommen und dann der Soundeffekt. You think I'm an idiot?
You think you can waltz in here with that perky little face and those bouncy little breasts of yours and you get whatever you want? I'm gonna teach you a lesson you'll never forget. Little bitch, no one does that to me. Aber sie hat sich freiwillig ausgezogen, gell? Also zumindest so Oberteile immer. Ich glaube, es gibt eine Yoga-Pose für Pärchen, die so ausschaut, wie das gerade eben. Das Struggling Warrior ist das dann, gell? Nicht Warrior 1, Warrior 2, sondern das ist das Struggling Warrior. Yep. Hey, sie ist nicht. Sie darf doch nicht. Warte mal, er geht ins Frauen. Sie versteckt sich auf der Herrentoilette, er geht in die Frauentoilette. Wie hat sie sich angezogen? Sie ist ein Superheld. Ja. Es gab eine Telefonzelle, sie hat sich einmal umgedreht. Der Reversed Hulk ist das. Ja, jetzt können wir zur Hilfe eilen. Help me, help! Run, Jane, run! Greif die Liane, Jane! Greif die Liane! Was ist jetzt schon wieder los? A damsel in distress? Chased by a killer wielding a letter opener? Well, sport, you think you can handle this choice without getting the lowest score in the history of this game? Who the hell are you? I'm taking over this story. Over my dead body. Ich meine, es tut gut in zu sehen, wie er geschlagen wird. Ja. Ja. Was für ein Rang ist dieser Gürtel? Violett. Ich weiß nicht, aber es müsste schon was Höheres sein, weil je dünkler es wird. Oder? Ja, es ist definitiv Karate. Also zumindest wird es wahrscheinlich als Karate dargestellt, weil eben auch, ich glaube, Kickboxer haben auch so Weißes eigentlich an. Judo, glaube ich, auch. Oder Schwarz. Genau, Judo hat auch Weiß. Schaut relativ Karate-mäßig aus. Aber es ist halt eben auch, bin ich jetzt vorsichtig, sehr stereotypisch, nur weil man sowas anhat, ist gleich Karate, das stimmt nicht. Weil eben, stimmt schon, Judo hat man auch schon so Dingern. Naja, Karate ist ja wirklich so mit Kick und so weiter. Genau, Judo ist Werfen. Ja, mehr mit Werfen und genau, so, genau, ja. Griff und Werfen. So. Schaut aus, als ob sie gehen würde. How could you do that? I don't believe it. How could you make such choices? Sie hat gesagt, ich sollte. These are the most disgusting series of plot choices I have ever seen. Let me look at your score. You deserve every minus point you have gotten, and even more. You will hear from me again at the next choice. Okay. Haben wir überhaupt noch eine Choice? Ja, wir können uns mit dem Kabel erhängen. Mhm. Oder mit dem Kabel. Ja, das Ganze in der Badewanne mit Wasser. Wo Wasser ist, sollten Hafen sein. Entschuldigung, ich habe geraucht und habe... Ja, ja, na, passt schon. Wir sind jetzt eh, ehrlich gesagt, schon am Ende, weil es ist ein Wunder, dass ich überhaupt 50 Minuten... Bitte, das gibt's doch nicht, weißt du? Also Probe gespielt kann das sowieso keiner damals gemacht haben, aber es... Run, Jane, run. Run, John, run. John's not going to resort to violence. It's not politically correct these days. Choose this decision if you think he's mad enough to try something else. Was willst du noch? Ich will gar nichts mehr. Run, Jane, run. Run, John, run. John's not going to resort to violence. It's not politically correct these days. Choose this decision if you think he's mad enough to try something else.
Run, Jane, run. Run, John, run. Ich bin so kurz davor, mein Wasser über deinen 3DO rüberzogen. Ja, der arme 3DO. Jetzt ist es wieder halb nackt. Eine Banane fliegt durch die Luft. Dann wieder die Bravo-Show. Übrigens von den Mythbusters eindeutig debunked, man kann nicht auf einer Banane einfach ausrutschen. Ja, ja, richtig. Naja, du können einen Pool schon. Voller Bananenschaden. Na, können schon, es ist schon slippery, also rutschig, aber nicht jede Bananenschale ist gleichzeitig ein Ausrutscher. Ja. Die Musik ist wenigstens gutes gerade. Ja, also okay. Jetzt machen wir Sightseeing durch. Ja, schaut so aus. Negativ-Effekt. Griffith Observatory, okay. Help me, help! Run, Jane, run! Oh. Ja, gehen wir noch gar nach Chinatown. Oder ein Chinatown in San Francisco ist, glaube ich, das Original, ja? Oder? Chinatown, ich glaube, da gibt es verschiedene. Was war das? Gibt es in New York auch eins? Naja, an sich sind wir Phantom der Oper. Ja, ja. In L.A. sind sie ja. Das ist ja echt das Herzing-Tour jetzt gerade eben. Manche waren, Alter. Wenn er wieder Hitchcock ist, dann geht es eh noch zur nächsten Straßenecke. Oder war das das Gali? Okay. Ich glaube, der Hitchcock war es. Wegen was, Trigger, was ist Hitchcock? Bei Brooklyn Nine-Nine, ja, ja. Bei einer der ersten Folgen, wo er sagt, hey, ich laufe zum nächsten Geschäft, das ist nur 4 Blöcke weiter und dann rennt er zur nächsten Straßenecke. Ja, ja, ja. Nein, ich glaube, das war der Hitchcock. Okay. Oder? Na, Scully muss gewesen sein. Was sie dann gesagt haben, oh nein, Scully ist gegangen, wir werden ewig brauchen, das dauert Stunden. Okay, ja. Und da ist die Musik aus. Komisch, da hat er jetzt dann keine Waffe in der Hand, ne? Ja, yeah, Setting, das ist einfach von wegen, ja, da rennen wir hin, okay, jetzt stellt euch wieder so hin, als würde jemand jeden anderen verfolgen und dann wieder nicht. Und okay, Showdown. Hold on! Genau, ich bin in einem Platz voller Leute, aber ich suche mir das leerstehende Fabrikgebäude aus. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Nein, aber das ist, ich glaube wirklich mit Fug und Recht kann ich behaupten, wenn man das Ding als Spiel bezeichnet, ist es für mich wirklich das schlimmste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ja, du hast ja eh nichts, du kannst ja eh nichts machen. Man muss, Sleep! Man muss dazu sagen, wir haben es noch nicht versucht, alkoholisiert. Es könnte sein, dass das ein Spiel ist, ja, das Alkohol Spaß macht. Für viele gilt es als so schlecht, dass lustig ist. Aber ich es weiß hat nicht, ja wirklich teilweise Momente, wo du lachst, es schlecht hat, ist. Ja, ja, schon, aber es ist nicht. Das ist nicht trash-lustig für mich genug. Mm-mm. Es hat ein paar Szenen. Okay, jetzt fehlt nur noch der Benny Hill. Ja. Vielleicht fangen die zwei miteinander was an, wer weiß. Kill him! Kill that son of a bitch! Wait till my daddy gets a hold of you! Call the police! Whoa, no police! Don't call the police! You're going to jail for what? Ist nett, dass sie sich vorher die Kissen hingelegt haben, weil ich meine, es ist doch schon ein älterer Typ. Ja, ja. Und eine Box ist daneben, das heißt, sie haben so eine Boxwand wahrscheinlich gehabt, wo einer durchgeflogen ist. Was Da machen wir dann die Zeitlupe. Ja, ja. What? A real job? Like in Working Girl? No, I'm offering you a lot more than that. Try $5 million. $5 million? For what? One night with you. I cannot believe how disgusting the story is.
In the name of women throughout the world, I demand this story be stopped right now. I'm sorry, but I cannot allow this sexist trash to continue. I am going to liberate... What are you doing here? Jetzt kommt er wieder zurück, Round oder was? Round 2! What the fuck is going on here? So much for that liberation front. I'm back in control now. Das hätte vorher sein müssen. Ja, ja, es ist komplett. Sollen das jetzt Hunde sein, die applaudieren? No one takes over my story. Men have been beaten, kicked, slugged and spat on throughout this sorry tale. I'm telling you, I've had it with these uppity women. They can take over businesses, they can take over the damn government for all I care, but the one thing they will not take over is my story. Okay, wenn du das jetzt nicht abschaltest, ich verbrenne es. Ja, nein, ich will jetzt nicht. Und ich bin keine, die jetzt voll auf, ich bin kein voll auf Feminismus, aber wenn der Typ noch einmal was sagt, ich hau dem Spiel in den Bildschirm in die Gotten rein. Nein, ich wollte jetzt eh aufhören. Weil okay. Sorry, das ist selten, dass mich ein Spiel so aggressiv stimmt. Das ist fast schon wie Star Wars 8 jetzt gerade. Ich bin kurz davor zu sagen, ich höre auf. So. Star Wars 8 war schlimmer. Da war mein Herz mehr dran. Bei dem ist mir so vom Weg. Ja, nein, aber. Können wir das in die Mikrowelle hauen, so wie das andere? Nein, nein. Sie heißt Microwave Chain, es wäre passend. Ja, aber oh nein, das werfen wir nicht in die Mikrowelle. Es wird in meiner Sammlung. Verstorben oder was. Es ist halt eben schlimm, weil das sowas selten geworden ist. Ich meine, selten, das verstehe ich schon, dass fast keine Sau gekauft hat. Das ist klar irgendwie. Die Dinger sind wahrscheinlich gleich wieder zurückgebracht worden, wenn das. Weil ich weiß jetzt nicht einmal, was die Spiele damals kostet haben, aber jetzt stell dir vor, da gibt es 700 Euro für sowas aus, für so eine Grütze. Das Ding ist ganz einfach, es ist vom Spielprinzip her, ist es ja eigentlich eine coole Idee, muss man dazu sagen. Es ja. Ist ja, aber das Skript und die Umsetzung sind grottig. Ja, nein, es gilt ja auch, weil es ist ja das Lustige, auf der Verpackung steht ja interaktive romantische Komödie steht drauf. Im Internet, wenn du schaust, gilt es als Dating-Sim, also Dating-Simulation. Was ist von denen, da gibt's mittlerweile richtig, richtig lustige und gute. Ja, naja. Es gibt auch sehr grottige. Wie gesagt, da haben wir jetzt nicht vergessen, es war 1994 oder von mir aus 93, aber trotzdem, das ist. Das muss nichts heißen, es gibt auch Spiele aus der Zeit, die wirklich cool waren, also. Ja, aber ich meine nur, das waren die Anfangszeiten. Ja. Das meine ich jetzt. Und natürlich, sie altern nicht gut, muss ja, man dazu sagen. Nein, aber es ist eine der schlimmsten. Ich verstehe. Drecksproduktionen, die es je gegeben hat. Ich verstehe nicht ganz, wie ich das verdient habe, aber ich verstehe es. Was, dass ich es dir gezeigt habe? Nee, ich wollte einfach mal, weil du es nicht gekannt hast. Nein, nix. Aber ja, ich will es jetzt wirklich belassen. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwie, interessant war für euch. Vielleicht habt ihr sogar auch wirklich Spaß gehabt beim Zuschauen oder was. Es ist jetzt das erste und letzte Mal, dass ich das Ding da drinnen gehabt habe, weil du kannst nicht einmal sagen, eben, dass man kann das nicht mal halbwegs verteidigen, das Spiel. Nein, kann man nicht. Ich meine, was ich halt auch noch dazu sagen möchte, ist, wir haben gerade aus diesem Zeitraum zum Beispiel die Wing Commander Filme ja ist nicht gut gefallen, wo du so Videosequenzen hattest, Spielmaterial hattest, du konntest ja, Entscheidungen treffen bei Wing Commander 3. Okay, also, auch mit einem romantischen Hintergrund. Ja, das waren coole Sachen. Nein, aber eben auf das, was ich jetzt was du auch zu mir gesagt hast, wie gesagt, man muss es von der Seite sehen, was das für eine Art von Spiel ist. Ja. Aber trotzdem, ich habe schon mehrere solche interaktiven Filme gespielt und die haben da auch wirklich Entscheidungsfreiheit geben und du hast wirklich viele Entscheidungen gehabt und das hat auch von der Produktionsqualität war das alles besser. Ich möchte jetzt nicht wissen, was die jetzt da großartig dafür investiert haben. Da hat wahrscheinlich an jeder einen 20er gekriegt und die Sache war gut oder von mir ist $100. Und vielleicht. Das schaut nach einem Universitätsprojekt aus, ehrlich gesagt. Ja. Aber eben, ich habe da schon bessere, viel bessere Sachen gespielt gehabt, wo ich auch zugeben muss, dass die viel mehr in die Produktion reinbuttert haben. Also, wie hat das eine geheißen? Silent Steel, glaube ich, hat das eine geheißen. Es war so
so auf die Art wie Jagd auf Rot Oktober halt eben, war das so auf die Art, oder sogar das Terror Tracks oder wie das geheißen hat, mit Vampire und sowas. Ja, und wie gesagt, es gibt ja auch einige gute Dating-Sims. Das. Oder eben so, genau, so leicht erotische Anwandlungen, die für den Spiel dabei sind. Das finde ich ja eigentlich cool, wenn du solche Sachen hast. Ja. Aber es muss auch alles irgendwo einen Sinn und Verstand haben. Und ja, der Erzähler geht mir so auf die Nerven. Nein, und ich habe heute noch kurz, weil ich mich im Wiki eingelesen habe und sowas, und eben kritiktechnisch fast jeder hat halt eben dem Spiel die niedrigste Prozentwertung gegeben, die es gehabt haben. Ein paar haben ja gesagt, von wegen, das ist so schlecht, dass es wieder lustig ist, dass es eine Trash-Perle ist. Was ich zwar verstehen kann, aber nicht bei dem. Es ist einfach wirklich, es ist... Es kommt halt drauf an. Es ist zu dämlich gemacht und zu stereotypisch und eben zu sexistisch und alles drum und dran. Selbst sexistisch kann lustig sein, wenn es im Hintergrund natürlich musste denken, das ist in die 90er Jahre, das war ein vollkommen anderes Ding und das verstehe ich, das ist okay. Aber es gibt sexistisch und dann gibt's das. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, wir belassen es. Du wirst das wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Nein. Am Morgen sofort. Klär ich mir die Kamera aus. Ist nochmal. Ja, nein, also das soll es jetzt gewesen sein. Wo im ich Endeffekt mitspielen würde, während du mal wieder so ein Pokerspiel machst, da würde ich gerne mal mitspielen, weil ich mag Poker. Sowas würde ich mal mitmachen. Was meinst du, Strip-Poker? Also Strip-Poker, ja, das finde ich lustig. Ja, okay, aber fürs 3DO habe ich da jetzt nichts. Also. Nein, ich sag nur, wenn du mal wieder was in der Richtung planst, dann mache ich hier mit. Ja, na, können wir dann schauen halt eben. Wie gesagt, das ist halt eben jetzt Plumbers Don't Wear Ties. Es gibt eh viele Videos dafür, wer sich interessiert. Gibt sicherlich ganze Playthroughs oder so irgendwas, wo man vorspulen kann oder sonst irgendwas. Ja, es ist zwar heutzutage ein heiß begehrtes Sammlerobjekt, überhaupt halt eben komplett und teuer und alles Mögliche, aber warum, weißt, für was? Also, ja, das soll es gewesen sein mit Plumbers Don't Wear Ties für 3DO. Sorry, das nächste Mal wird sicher wieder interessanter, lustiger oder was, aber das soll es jetzt gewesen sein. Wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet, und hoffentlich sehen wir uns ein andermal wieder. Vielleicht habe ich jetzt die Hälfte meines Zuschauern da verloren oder was, aber... Congrats, ihr seid noch immer da. Ja, also wie gesagt, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Mensch, bleiben gut. Tschüss. Baba.